Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. SPD entscheidet über Ampel. Auf einem überwiegend digital stattfindenden Sonderparteitag stimmen heute die Delegierten über den Koalitionsvertrag mit Grünen und FDP ab. Hauptredner ist der designierte Bundeskanzler Scholz. Über die neue Parteispitze und den neuen Generalsekretär soll ein weiterer SPD-Parteitag entscheiden. Verschärfte Corona-Maßnahmen. Seit heute gelten in verschiedenen Bundesländern neue Regeln. So haben Ungeimpfte in NRW, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hamburg und Schleswig-Holstein keinen Zutritt mehr zu Geschäften des Einzelhandels. Der Handelsverband Deutschland fordert von der Bundesregierung zusätzliche Hilfen, um die befürchteten Verluste abzufedern. Neuer Omikron-Impfstoff erst in Monaten. Der Chef der Ständigen Impfkommission Mertens geht davon aus, dass die Hersteller 3 bis 6 Monate brauchen, um ein neues Vakzin zu entwickeln. Gegenüber der Rheinischen Post rief er deshalb auf, nicht zu warten und sich jetzt boostern zu lassen. US-Präsident warnt vor russischer Invasion der Ukraine. Biden kündigte umfassende Maßnahmen an, die Russlands Präsident Putin daran hindern sollen. Den massiven Truppenaufmarsch nahe der ukrainischen Grenze deuten Geheimdienste als Vorbereitung auf eine Invasion im Januar. In den kommenden Tagen wird eine Videokonferenz zwischen Biden und Putin erwartet. Freitagabendspiel in der Fußball-Bundesliga. Zum Auftakt des 14. Spieltags hat Union Berlin RB Leipzig mit 2:1 geschlagen. Damit rückt Union vorerst auf den Champions League Rang 4 vor. Leipzig stagniert auf Platz 8. Das Wetter. Im Tagesverlauf meist viele Wolken und zum Teil kräftiger Regen. Nach Osten hin zunächst Schnee oder gefrierender Regen mit Glättegefahr 0 bis 11 Grad.